Moin Benni. Moin Elmann. Moin Jens. Moin Birgit. Moin Sabine. Blumen zum Muttertag. Für die Branche die stressigste Woche im Jahr. Willst du das so in den Wagen mitnehmen? Kannst du, glaube ich, so ins Auto stellen. Ne? Alles klar, perfekt. Auf der größten Blumenversteigerung der Welt. Das entscheidet sich in, ja, in Bruchteile von Sekunden. Und in norddeutschen Gewächshäusern. Für uns ist Muttertag wie für andere das Weihnachtsgeschäft eben halt. 700 Stück sind das jetzt reich. Gestern 10 Uhr in Bremen, Muttertag. Alles okay bei euch hier soweit? Ja. Läuft gut, okay. Für Ladenbesitzer Jürgen Timmermann ist es der wichtigste Tag im Jahr. 300 Sträuße hat sein Team vorgebunden. 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkaufen gleichzeitig an 5 Tresen. Welcher von denen war das, die beiden? Alles klar, gut, okay. Ja, ist teilweise ein klein bisschen hektisch, aber ne, das ist aber gute Hektik noch. Das ist nichts Negatives in der Richtung. Heute kommt es eigentlich darauf an, dass wir einen schnellen Durchlauf an Kunden haben. Das heißt, dass der Kunde wirklich nicht lange warten muss. Und dass wir, ist ganz banal, so viele Kunden bedienen können, wie es gerade geht. Ne, ist halt so, aber es ist das Geschäft mit der Blume. Ne, und das nehmen wir heute natürlich wahr, entsprechend. Ne. Muttertag. Nur das Ende von einer Woche Dauerstress. Vergangene Woche Dienstag. Blumengroßhändler Chuck Reinders ist seit 4 Uhr auf den Beinen. Auf der Blumenbörse in Alsmeer ersteigert er Blumen. Die verkauft er aus seinem Lager in Bad Bentheim an Blumengeschäfte in Niedersachsen. Die Royal Flora Holland in Alsmeer ist die größte Blumenversteigerung der Welt. Niederlande, Kenia, Ecuador. Die Blumen kommen aus über 50 verschiedenen Ländern. Auf fast 100 Hektar wird gehandelt und verladen. Bis 2008 war die Börse das größte Gebäude der Welt. Täglich werden hier mehr als 20 Millionen Pflanzen versteigert. Insbesondere in der Woche vor Muttertag sind es bedeutend mehr. Primorian. Coffee. Nur Fachpersonal hat Zutritt. Von hier aus bietet er auf Blumen. Muttertag heißt eine Woche komplett Stress. Die ganze Woche vor Muttertag. Ja. Weil ich dann dafür sorgen muss, dass wir die Ware zusammenkriegen, was für unsere Kunden gebraucht wird. Um Schnäppchen zu machen, braucht Jack eine sehr schnelle Internetverbindung. Jetzt wird geboten. Jetzt gehe ich mal gucken, was ich so alles brauche und was die Preise davon sind. Jede Sekunde zählt. Jack sieht die Blumen nur als Foto. Das hausinterne Verkaufsprogramm liefert Informationen über Sorte, Farbe, Größe, Lieferant und Qualität der Blumen. Blitzschnell läuft die Auktionsuhr runter. Sie bestimmt den Preis. Drückt Jack zu spät, bekommt er die Ware nicht. Ist er zu früh, bezahlt er vielleicht zu viel. Wie bei eBay. Nur, das erscheint sich in, ja, in Bruchteile von Sekunden. Ob ich etwas eher gedrückt habe, wie der andere, der auf den gleichen Preis drückt. Jack muss sich gegen Tausende von Mitbietern und Mitbieterinnen aus aller Welt durchsetzen. Jetzt habe ich zweimal blaue Holzstürmer gekauft. Ich glaube, die eine Bestellung haben. Rosen. Das ist zum Beispiel eine Rose, die ich gerne haben möchte, aber die finde ich im Moment noch zu teuer. Jetzt wird er günstiger. So um die 60 Cent. Ich habe sie jetzt für 59 Cent eingekauft. Also mein Preis stimmt. Der Preis gilt pro Blume. Die Abnahme einer Mindestmenge ist Voraussetzung. Ein gelbes Santini, da möchte ich so ungefähr 55, 60 Cent für geben. Und dann gehen wir mal gucken, ob das passt. Ich denke sogar, dass die günstiger gehen. Guck mal, diese sind sogar günstiger, sind schon weg. Ich sitze daneben, habe sie nicht gekriegt, muss dann warten auf die nächste Partie. Und das ist das Spiel. Wann muss man drücken? Die sind alle schon weg und ich hab's ja nicht. Wir sind schon 5 Partien weiter. Das geht so schnell. 130 unterschiedliche Blumensorten will Jack zum Muttertag kaufen. Es ist auch ein Risiko, weil wir nie im Voraus wissen, was wir verkaufen. Gut, durch die Erfahrung der Jahre wissen wir ungefähr, was wir brauchen. So bei Muttertag, da wissen wir halt,
jeder schenkt seine Mutter einen Sträußchen Blumen, also werden Blumen gebraucht. Deswegen sind auch am Muttertag die Preise etwas höher, weil die Nachfrage an den Blumen größer ist wie das Angebot. Und jeder Händler möchte natürlich die Blumen auf dem Auto haben. Mehr als 20.000 Euro hat Jack schon ausgegeben. Abgebucht wird sofort. Seine Ware sieht er erst bei der Auslieferung. Dann hofft er, dass die Qualität stimmt. So. Mittwoch. Noch 4 Tage bis Muttertag in der Nähe von Delmenhorst, Niedersachsen. Eine der größten Rosengärtnereien in Norddeutschland. Jetzt zum Muttertag wollen sie hier möglichst viel ernten. Die Rosen verkaufen sie an Blumenhändler und Blumenhändlerinnen in Niedersachsen und Bremen. Das Ziel der Inhaber Helmut und Sandra Heinken, jedem genug liefern und keinen enttäuschen. Die Nervosität steigt, weil man ja, die Mengen, die verlangt werden, eigentlich immer gar nicht haben kann. Jeder möchte das Zwei- und Dreifache, das können wir so schnell gar nicht leisten. Und man möchte natürlich doch jedem Kunden in irgendeiner Art und Weise gerecht werden. Sie haben extra geheizt, um jetzt viel zu ernten. Aber auch die Sonne bestimmt, wann die Rosen blühen. Die Knospe, die muss sich oben so ein bisschen öffnen. Dann ist sie praktisch reif. Das ist genau wie beim Spargel, der hat auch eine gewisse Zeit. Und wenn man die Rose zu früh schneidet, in einem knospigen Stadium, da werden die Leute keine Freude mit haben, weil die fangen sofort an, nachher zu schlappen. Und das ist auch viel das Problem bei diesen ganzen Importwaren, weil die nachher meist für den ganzen Transport mit eingerechnet werden muss und dann natürlich relativ knospig geschnitten werden. Und das Problem haben wir nicht. Also wir schneiden heute. Die sind morgen früh auf dem Markt und die Fahrt vom Markt, das dauert 20 Minuten, wenn überhaupt. Und mal die Nase ranhalten, die duften total schön. Der Duft bedingt die Haltbarkeit. Wenn Rosen sehr stark duften, halten sie meistens nicht so lange. Das merkt man gerade bei Gartenrosen, die duften sehr stark, aber eben halt sind dann doch in der Vase relativ schnell hin. Und das will man ja bei Schnittrosen gerade nicht. Und von daher ist man von den Züchtungen herauf lieber auf die Haltbarkeit gegangen und hat über die Jahrzehnte dann den Duft verloren. Aber es gibt bestimmte Sorten wie die Duett, die beides hat. Die hat eine super Haltbarkeit und diesen total schönen Duft. Und das macht die Sorte einfach total perfekt. 42 verschiedene Sorten haben sie im Angebot. Aber das sind natürlich hier unsere Sahnestücke, die schönen langen roten. Ja. Hätte bloß mehr sein können. Ja. So. Wie man sieht, sind hier nicht ganz viele Blüten drauf und Knospen. Und viele Blinde. Weil es in diesem Frühjahr zu wenig Sonne gab. Die Blinden müssen ab, damit die Pflanze genug Kraft hat für die nächste Runde. Nun ist es gerade hier diese rote. Das ist natürlich zum Muttertag ist natürlich rot und rosa ist die gefragte Farbe. Aber es ist nicht zu ändern. Heute Nacht soll alles auf dem Großmarkt verkauft werden. Aris, kannst du die hellrosa eben gleich extra einpacken? Ne? Wie viel sie geerntet hat, das weiß Sandra erst, wenn alles sortiert ist. Ich gehe nach Länge und nach Qualität vor. Das heißt, manche sind eben halt schöne gerade. Und da lege ich das eigentlich nach der Länge nach hin, weil die Länge bestimmt so ein bisschen den Preis und sowas ist ein bisschen schlackerig, sagen wir, und krumm. Das ist dann zweite Wahl und die wird dann beiseite gelegt. Immer 20 Rosen pro Bund, so gehen sie in den Verkauf. Schon jetzt trudeln die Bestellungen ein. Ich nehme auch alles immer nur unter Vorbehalt an. Also ich sage, okay, wenn wir es haben, ja gerne. Aber was nicht da ist, ist einfach nicht da. Und wenn es alle ist, ist es alle. Also das, und wenn es nicht mehr blüht, manche sagen immer, ja, aber 20 Stück kannst du doch noch finden. Aber wie wir vorhin gesehen haben, wenn das grün ist, ist es grün. Dann finde ich auch keine 20 Stück mehr. 10.000 bis 12.000 Rosen sind es, schätzt Sandra. Mehr wäre besser gewesen. Heute Nacht auf dem Großmarkt muss sie trotzdem allen Kunden und Kundinnen gerecht werden. Zurück auf der Royal Flora Holland, der größten Blumenversteigerung der Welt in der Nähe von Amsterdam.
Normalerweise ist Jacques Reyners nur 2 bis 3 Mal in der Woche hier, vor Muttertag täglich. Jetzt gleich der entscheidende Moment. Wie gut ist die Ware von den Fotos wirklich? Ja. Hier ist schon alles angekommen, was wir von der Auktion gekauft haben. Das wird hier nach und nach geliefert. Und damit müssen wir dann wieder die Verteilung machen für die jeweiligen Autos. So wie ich jetzt sehen kann, ist die Qualität sehr gut. Es ist wenig Bruch dabei oder gar kein Bruch dabei. Die haben vernünftig angeliefert. Nö, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Es ist nicht immer so. Da kann vieles passieren an der Versteigerung, da die Ware hierher gebracht wird. Es steht alles auf Karren. Die fahren hier rum mit Wägelchen. Es kann mal angestoßen werden, kann man einmal runterfallen. Wenn das passiert und das kommt hier schlecht an, können wir immer zurückgehen und reklamieren. Reklamieren kann Jacques nur vor Ort. Schäden, die er zu Hause feststellt, werden nicht erstattet. Das sind Zivilien, die werden im Karton angeliefert. Da kann man so nicht direkt sehen, ob die Qualität gut ist. Darum ziehe ich den Karton raus, gucke eben rein, ob es auch wirklich das auch drin ist und ob die Qualität gut ist. Sieht sehr gut aus. Jacques will pünktlich zurück in seinem Lager in Bad Bentheim sein. Daher ist er mit mehreren Leuten vor Ort. So geht das Laden schneller. Im Computer sieht er, was schon geliefert wurde. Alles, was grün ist, ist da. Und alles, was weiß ist, das muss noch kommen. Und wenn man das so durchscrollt, da muss noch etliches kommen. Ein Problem. Eigentlich sollen die Blumen hier im 5-Minuten-Takt eintreffen. Sein Zeitplan gerät durcheinander. Nicht einmal ein Viertel der Ware ist da. Das liegt an der Anlieferung von der Versteigerung. Es wird viel angeboten im Moment. Also die Verteilung dauert schon länger. Jetzt haben die wahrscheinlich, wie ich so gehört habe, Personalmangel. Also müssen die mit weniger Leuten die gleiche Arbeit machen oder mehr Arbeit machen. Ja, und das schaffen die nicht in die Tempo, wie die das normalerweise machen. Normalerweise ist es so, wenn man um 8 Uhr kauft, muss spätestens 10 Uhr die Ware hier sein. Das können die leider jetzt nicht schaffen. Auch gerade wegen Muttertag. Überstunden für Jacques. Vielleicht sogar Ärger beim Weiterverkauf. Gerade in der Woche vor Muttertag warten alle auf neue Ware. Das ist schade für die Kunden, aber ist leider so. Wir können auch kein Eisen mit Händen brechen. Noch 3 Tage bis Muttertag. Großmarkt Bremen, 3:30 morgens. Rosengärtnerin Sandra Heinken ist in dieser Nacht extra früh da. Ja, sonst ist das nicht so chaotisch. Zum Muttertag will sie das 2- bis 3-fache verkaufen, aber das ist nicht ihr einziges Ziel. Man versucht natürlich, jedem Kunden da irgendwo gerecht zu werden und möchte ja auch keinen irgendwo durch irgendwelche Unstimmigkeiten verlieren, weil man irgendwas vielleicht nicht hatte oder weil das dann nicht hingehauen hat. Das ist natürlich gerade an solchen Tagen, wo dann teilweise doch relativ viel Wuling ist, doch leicht mal, dass eine Bestellung verloren geht, dass man was vergessen hat, dass man von der Bestellung vielleicht gerade die roten Rosen vergessen hat, die jetzt nur gerade für den Kunden ganz wichtig waren. So erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren, solche Dinge passieren immer irgendwo zwischendurch. Damit alles glatt läuft, ist sogar Ehemann Helmut heute Nacht dabei. Sonst kümmert sich Sandra allein um den Verkauf der Rosen. Das ist schon mal komplett verkehrt. Und das ist natürlich so ein bisschen das Ding, dass ich jetzt genau weiß, wo der Kram hin soll und wie es stehen muss, damit auch der Kunde das wieder findet, wie er das gerne hätte. Schon jetzt hat Sandra rund 50 Vorbestellungen, Rosen, die quasi verkauft sind. Die kommen hinten ins Holzregal. Und Spezialfälle. Das hat man natürlich auch mal, das ist mal so ein Bund, was so ein bisschen verunglückt ist. Ne? Die wahrscheinlich irgendwo mal so in den ganzen Mengen, dass da mal irgendwo mal was abbricht oder so ein Bund. Und das habe ich da jetzt rausgezogen,
damit es nicht aus Versehen irgendwo doch wannweise beim Kunden landet und das lege ich jetzt beiseite. Vielleicht kommt ja nachher noch jemand, der sagt, okay, ich mache da noch was draus oder ich nehme die drei abgebrochenen oder angeschrammten da raus. Oder ich brauche jetzt eigentlich nur 10 genau von der Sorte und dann kann ich sagen, oh, habe ich noch. Zum Verkauf muss Sandra alles im Blick haben, was es kostet, was reserviert ist und wie viel noch da ist. Noch eine halbe Stunde, bis es losgeht. Wichtig ist erstmal so, dass man seine Bestellung, dass man so das beiseite hat. Und wenn das so gelaufen ist, wenn ich so merke, so boah, ich habe keine Zettel mehr da, ich habe jetzt alles beiseite gelegt und bin auch der Meinung, dass es eigentlich alles soweit ganz gut ist. Jetzt trinke ich nochmal einen Kaffee, fahre so ein bisschen runter und warte dann auf das, was kommt. Eine halbe Stunde später in der Halle nebenan. Jürgen Timmermann, Chef vom Blumenladen in Bremen, muss jetzt schnell sein. Sonst bekommt er nicht mehr alles, was er haben will. Moin, Tina. Moin. Tina, sag einmal, kannst du mir 20 mal 10 Liter eventuell? Ja? Ja. Ne? Aber so wie Zeit ist, ne? Jo. Knapp 50 Posten stehen auf seiner Einkaufsliste. Moin, Sandra. Auch Rosen. Moin, Jürgen. Moin, Helmut. Hier. Habt ihr meine Klamotten hier schon? Ja. Wo ich hab dir hier 300 Stück. Ja? Gut. Nee, Quatsch, warte mal. Das sind deine hier. Ja, gut. Alles klar. Die, willst du denn, wenn du noch irgendwas dazu brauchst? Ja, dann ich guck mal eben, was du noch hast. Ne? Ja, genau. Ja? Man kann es einfach dazu packen und fertig. Ne? Machen wir mal eben hier noch. Also ich mache das immer so, dass ich gucke, was ich so, also ich kaufe nach Auge genauso wie der Kunde. Ne? Manchmal kenne ich nicht mal die Sorten oder meistens kenne ich nicht die Sorten. Es ist tatsächlich so, dass bei mir das rein nach Auge geht und dann eben nach Frische. Und bei Flügger ist es natürlich eine tolle Sache. Die sind gestern erst geschnitten und das ist schöne Ware, macht Spaß. Von den Rosen braucht er heute 5-mal so viel wie sonst. Muss ich auch mal eben gucken hier. Noch mal eben zum Wortmann bringen. Eine bunte Mischung, das ist immer das Beste, was man kriegen kann. Dass man von allen was da hat, denn es kommt ja auch eine bunte Mischung in den Laden, die dann eventuell was haben wollen. Zurück auf der weltgrößten Blumenversteigerung. 2 Stunden liegt Jacques Reinders hinter seinem Zeitplan. Die meisten Blumen sind mittlerweile angekommen. Das, was wir heute aufladen, ist ungefähr 150, 200.000 Stiele. Das ist auch der Stress vom Muttertag, ob man alles auf einmal mitkriegt. Das geht jeden Tag so los. Das ist Muttertagswoche, 5 Tage die Woche. Muttertag ist natürlich der Feiertag für Blumen überhaupt. Während der LKW startklar gemacht wird, ist Jack schon auf dem Weg zu seinem Lager. Seit 32 Jahren arbeitet er als Blumengroßhändler. Das Geschäft hat er zusammen mit seinem Bruder vom Vater übernommen. Blumen, die ergänzen das Leben durch ihre Farbe und das muntert den Mensch wieder auf. Das bringt mehr Fröhlichkeit im Leben. Und was schenkt ein Blumengroßhändler zum Muttertag? Ich schenke meiner Mutter keine Blumen, weil die kriegt sie von mir öfters. Für mich ist es ganz einfach. Aber ein Blümchen ist auf jeden Fall mit dabei. Moin Bernie. Moin Elmann. Moin Jens. Moin Birgit. Moin Sabine. Ladenbesitzer Jürgen Timmermann ist immer noch auf dem Großmarkt in Bremen unterwegs. Er braucht heute jede Menge Schnittblumen für Sträuße. Moin Dirk. Ich bin gerade überlegen. Jetzt wollte ich ja natürlich normalen Rosa tun, aber da haben wir nicht dabei. Ich bin gerade überlegen, nehmen wir noch Gelb dazu, aber Gelb zum Muttertag. Rot wäre natürlich die Farbe, aber das denken auch andere. Rosa, Gerbera sind nicht zu haben, die Roten sind aber sehr teuer. Beim Einkauf gucke ich eigentlich immer so gleich beim Vorbeigehen, was kostet es und was ist machbar. Weil ich muss ja auch abwägen, wenn ich jetzt auf den Preis gucke, also nur beim Vorbeigehen schon, was kriege ich wieder im Laden.
Ne? Und das ist eben das. Ne? Und was kann ich noch dafür kriegen? Manche Sachen lässt du dann halt stehen, die du einkaufen würdest. Ja. Danke dir. Auch Sandra Heinken hat die Preise zum Muttertag angehoben. Noch hat sie genug Rosen im Angebot. Sie will keine Kunden und Kundinnen enttäuschen. Martina, komm. Eine Stammkundin. Du bist ja früh heute. Das kenne ich ja sonst um 8. hier habe ich dir zwei Waren. Ne? Also Preisabsprache. 65, so Tukan 65. Da liegen auch noch rote, die sind einmal, willst du die haben? Das wäre jetzt für 75 ja, die Red Shine. Ja, ne? Also so in dem Dreh packe ich dir, ja. Schreibe ich gleich ja, auf. Dann kannst, willst du das so in den Van mitnehmen? Kannst du, glaube ich, so ins Auto stellen. Ne? Alles klar, perfekt. Dann schreibe ich das eben auf. Jetzt ist es hochpreisig, aber man hat natürlich nachher im Sommer auch wieder Situationen, wo man wieder günstiger verkaufen muss, weil A, 30 Grad, Urlaubszeit oder die Nachfrage eben halt nicht gering ist oder gering ist. Und machen wir gleich. Und da ist natürlich immer die Geschichte, da muss man eben halt auch zum Muttertag aufpassen und man muss das Eisen schmieden, wenn es heiß ist. Die Nächsten haben vorbestellt. Ach so, ich dachte, nee, scheiße, die habe ich vergessen. Aber da kannst du noch mal, siehst du, da geht das schon los. Aber es ist noch, wolltest du die nicht für Freitag? Sind ja aber noch genug da. Doch eine bestimmte Farbe fehlt. Pink. Hier. Wie viel brauchst du denn? Ich habe einen verunglückten. Ja, ich brauche einen Bund. Aber da sind so ein paar. Ich weiß nicht, ob das geht. Nehme ich und dann gebe ich dir das mit. Das Bund mit den angeschrammten Rosen. Die Kundin bekommt ihn jetzt zum halben Preis. Das ist ein bisschen günstiger. Schon jetzt hat Sandra Heinken einen Großteil ihrer Rosen verkauft. Zwei Wannen kommen erst jetzt in die Auslage. Verkaufsdiplomatie. Das sind auch so ein bisschen die Sorten, wo vielleicht jeder ganz gerne was von hätte. So rosa oder solche Farben. Und wo ich dann erstmal abwarte. Nicht, dass sich da nur ein Kunde draufstürzt und die komplette Menge wegnimmt und alle anderen Kunden wischen sich die Nase. Sondern dass man da dann eben halt schon darauf achtet, dass so solche Sachen auch möglichst so jeder Kunde was von abkriegt. Sandra hofft, dass später keine Reklamationen kommen. Mein Mann ist ja jetzt schon erstmal wieder nach Hause, um dann jetzt die nächsten für morgen wieder zu schneiden, sodass wir morgen früh dann auch wieder gut aufgestellt sind. Und ja, und Sonntagnachmittag mache ich dann 10 Kreuze. Ladenbesitzer Jürgen Timmermann hat seine Liste noch nicht abgearbeitet. Er ist beim 5. Händler auf dem Großmarkt, um alles zu kriegen. Ja, die Aralien haben wir, Hasenohren haben wir gekriegt, Pistazien waren dabei. Ja, das haben wir gekriegt. Lederfahnen, Salal, Chico war nicht da, das hat sie aber schon gesagt. Kapgrün haben wir auch gekriegt. Aber wir haben Chico, wenn du brauchst. Du hast Chico da? Natürlich. Aber bei Schröder war keiner mehr. Doch. Hast du? Ja, dann nehme ich einen Karton. Ja? Ja, auf jeden Fall. Sie sind heute gekommen. Ja, super. Man muss ja nur fragen, Mexiko. Ne? Mexiko. Kurz vor 6 fast alles bekommen. Rund 3.000 Euro hat er ausgegeben. Ja, warte mal, wie haben wir es denn? Die meisten Einkäufe wurden ihm schon zum Wagen gebracht. Hätte man einen Hänger mitbringen sollen, wa? Ja. Ja. Fair shopped, ja. Ne? Das Auto ist zu klein, die Augen waren zu groß. Ja, willst du da rumfahren mit der Baustelle und allen Nummern dran? Das ist ja immer ein bisschen ätzend da. Ja, dann ist das so. Ja, gut. Ich meine, das wäre natürlich klasse. Dann haben wir das eigentlich gelöst, das Ganze. Mal eben sehen. Ja, ist sogar noch Platz. Also müsste ich vielleicht sogar noch was kaufen. Zum Muttertag will er alles wieder verkaufen. Dann zeigt sich, wie gut er geplant hat. Jacks Lager in Bad Bentheim, 200 Kilometer entfernt von der Blumenbörse. Transport oder Herstellung, das Geschäft mit den Schnittblumen verbraucht viel Energie.
Die relativ kurze Strecke in die Niederlande hilft zwar bei den hohen Spritpreisen, trotzdem, für die Gesamtlogistik muss Jack in diesem Frühjahr viele tausend Euro mehr ausgeben. Preise, die er auf seine Blumen aufschlägt. Endlich ist er da, ja. Zum Glück keinen Stau gehabt. Also von der Zeit her geht's noch. Ich denke, so zweieinhalb Stunden Arbeit noch. Beim Ausladen helfe ich mit. Das machen wir mit allem Mann meistens, da geht es am schnellsten und sichersten. Vier Verkäufer sind bei Jack angestellt. Sie fahren die Ware am nächsten Morgen direkt zu den Blumenläden. Wichtig, das Einhalten der Kühlkette in Halle und LKW. So bleiben die Blumen länger frisch. Mindestens 7 Tage nach der Auslieferung zum Blumenladen, verspricht Jack. Mittlerweile ist er schon über 12 Stunden auf den Beinen. Ja, ja. Das ist das Leben von Blumenhändler. Morgens früh, abends spät. Und mit Feiertagen muss man nicht auf ein paar Stunden gucken. Wir kennen keine 40-Stunden-Woche. Gerbrand sind noch nicht verteilt. Leidenschaft ist wichtig. Wenn man keine Leidenschaft hat für Blumen, braucht man dann nicht mit anfangen. Freie kannst du freie auslassen. Gerbrand auch. Ja. Eine Stammkundin, Floristmeisterin Ulrike Heyer. Sie kommt, wie einige andere, direkt zum Lager. Ich bin immer gern die Erste. Es ist immer wieder aufregend, ne? Man weiß nicht, was da alles kommt und man hofft, dass man die besten Sachen bekommt. Dafür fährt man halt hierhin, ne? Zeitig und dann schaut man immer so. Oh, welche Farbe hatte ich denn noch gesagt? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Pink war das. Ne? Pink hattest du, eine Palette hattest du schon. Ja, dann nehmen wir noch welche dazu. Muttertag ist schon richtig was los. Weil man muss ja auch die Sträuße vorbereiten. Das ist ein richtiges Handwerk. Man muss die Sträuße binden, das muss gut aussehen. Und das kann man nicht auf den letzten Drücker. Es müssen viel vorgebundene Sträuße da sein, aber man sollte dann natürlich auch zusehen, dass man für den Kunden an dem Tag auch da ist. Dann müssen auch alle arbeiten und dann wird richtig gearbeitet. Die brauche ich auch noch. Ich schon mal hier drauf. Ja, super. Jack verkauft ausschließlich an den Fachhandel. Und Oliven hast du auch da. Eigentlich wollte er schon längst im Feierabend sein. Doch nicht in dieser Woche. Man muss spontan umplanen können. Wenn man alles nach Regeln macht, das funktioniert in der Blumenbranche überhaupt nicht. Man muss einfach spontan darauf reagieren, wie und was passiert. Morgen habe ich wieder einen langen Tag. Mein Muttertagsstress ist rum. Samstagnachmittag, wenn wir mit allen Jungs zusammen gemütlich hier grillen, was wir jedes Jahr machen mit Muttertag, dann ist für uns der Muttertagsstress vorbei. Und der Sonntag ist dann zum Ausschlafen und Erholen. Muttertag selber, dann bin ich flach. Und dann ist er da, der Muttertag. Auch bei Ladenbesitzer Jürgen Timmermann in Bremen. 20,50. Dankeschön. Hier. Haben wir 19,90 Euro. Dankeschön. Wir haben hier jetzt 11 Uhr und wir haben noch 2 Stunden. Und wir haben alles aus dem Keller hoch, was wir an vorbereiteter Ware hatten. Und hier steht auch nicht das Allermeiste. Und im Laden wird es auch schon langsam leerer. Also sieht sehr gut aus. Ich muss aber trotzdem noch mal in den Kühlhaus gucken, was mit den Rosen ist.